Hallo und herzlich willkommen zu Folge 55. Ja, wir stehen wieder vor der Ritualzauberhöhle. Ich huch, jetzt ein bisschen. Gehe nochmal ganz kurz hoch, Pennerrunde, damit wir den nächsten Tag haben und auch völlig ausgeschlafen sind und bereit zum Kampf. Letzte Folge gab es ein gewisses Tohuwabohu wieder. Ja, das war nicht so ganz geplant. Ich hoffe, dass wir den Nordwolf, war es ja, auch mit anderen Mitteln schlagen können als mit unserer Faust. Wäre recht angenehm, wenn wir das mit unserem Meisterdegen erledigen Möglich könnten. ist alles. Weil nur mit der Faust macht das Ganze gar keinen Sinn. Wie gesagt, ich habe in der Beschreibung nichts gesehen, was mir die Hinweise darauf gibt, dass das ein Rätsel zum Lösen wäre. Das könnte ja sein. Ja, ist ja gut möglich, dass es nicht nur immer ums Zusammendreschen und Umbringen geht. Vielleicht muss man auch irgendwo ein bisschen tricksen. Was rausfinden, ne? Rätsel, aber wie gesagt, ich habe nichts entdeckt. Den ging ich von einem Kampf aus und deswegen war ich halt Lass sie umso nicht irritierter, zuerst. dass ja ich meine Waffe nicht auswählen konnte. Ich meine, genug Geschick haben wir ja. Ich glaube da Vielleicht nicht hat er ja auch dran. so einen Debuff, der Wolf. Ja? Und alles außenrum verliert an Geschicklichkeit im Radius von 5 Metern. Mein Mann sieht das Weiß gar nicht, ob anders. das überhaupt möglich ist in Gothic sowas. Wäre aber ganz interessant, oder? Das wäre doch eigentlich ganz witzig. Er redet Okay, einfach kann man sagen, zu dass das total viel. bekloppt ist. Das kann jeder davon halten, was er will. Das ist jetzt nur so ein spontaner Einfall gewesen. So. Nun gut. Dann gehen wir es nochmal an. Nehmen wir noch ein bisschen den ganzen Scheiß mit. Ich sehe nichts. Also hier spacken auch ein bisschen die Texturen. Aber nun gut, es ist jetzt kein Weltuntergang. So, da ist unsere Lieblingshöhle. Wir speichern ab. Gibt es vielleicht irgendwas, was man aufsammeln muss? Irgendwas, was man aufheben muss? Also, vielleicht mal die Waffe zücken. Da spawnt er doch gleich. Jetzt aber auch die Waffen draußen. Also muss wirklich irgendein Bug gewesen sein. Irgendwie gerade nicht so große Mobilität. Und viel Schaden mache ich dem Jungen auch nicht. Hallo, ich drücke die ganze Zeit, aber mein Charakter fühlt sich irgendwie etwas, wie soll man sagen, etwas hakelig an. Also ich kann hier keine Kombos machen, komischerweise. Hä? Das Kampfverhalten von dem ist ganz seltsam. Moment, ich muss mal kurz gucken. Ja, hier geht alles. Aber sobald der da erscheint, eiern wir hier ein bisschen rum. Haben wir vielleicht irgendwie noch was anderes, was man hier Untote vernichten, bringt glaube ich nichts. Ich meine, die Eiswelle wäre zwar Verschwendung, aber das kann man machen. Nein, die Todeswelle wäre eine Verschwendung. Oder Verwandlung in Drachensnapper. Warum eigentlich nicht? Man kann es ja mal probieren. Na los, komm her. Ich bin dir mehr als ebenbürtig. Du Kackwolf. Ich weiß nicht warum, aber ich hänge fest. Das ist ja mehr als nur dämlich. Muss ich kurz. Ich weiß nicht warum, aber die Reaktion ist nicht vorhanden. Immer buggt da das Spiel oder was? Ich bin bisher Käse. Ich halte fest, irgendwas stimmt mit diesem Wolf nicht. Ich kann euch nicht sagen, was, aber die Steuerung ist saumäßig schwierig, ja. Also ich meine, der läuft teilweise von alleine, der Charakter. Die Bildrate ist eigentlich zu gering, als dass es Sinn machen würde. Ja, wir geben hier diese Kräuterdingen ab. Und ich mache jetzt gerade gar nichts mehr, der läuft einfach hier hin.
Jetzt habe ich wieder die Kontrolle. Und jetzt wieder nicht. Was ist denn das? Also das muss ich um einen schlechten Scherz handeln. Also ich meine ganz ehrlich, was ist denn das hier? Ich drück und der kämpft nicht. Will man mich hier irgendwie verarschen? Warum ist die Steuerung so komisch in der Nähe von dem Vieh? Tut mir leid, also das... da drücke ich doch mal F8. Also das fürs Full Life, das sehe ich nicht ein. Und jetzt kann ich wieder keine Waffe auswählen, oder was? Sag mal, soll das so sein? Schicklichkeit liegt's nicht. Kann man mir bitte sagen, was das soll? Ich laufe gerade noch gar nicht mehr. Was ist denn das? Okay, er ist wenigstens gestorben. Durch die Eiswelle, auch wenn mehr oder weniger so rum. Jetzt kann ich meine Waffe wieder tragen. Gut, die Eiswelle hat es jetzt geregelt. Dennoch muss ich sagen, dass dieser Kampf mehr als seltsam war. Ich habe den erschienenen Wolf mit bloßen Händen besiegt und... Also wir sollen den mit bloßen Händen... Okay, okay, das erklärt's. Das erklärt's. Das erklärt auch, warum wir so wenig Schaden gemacht hatten mit der mit Meisterdegen, weil wir hatten zwar den Degen, aber es waren trotzdem nur Faustangriffe quasi. Deswegen waren noch keine Kombos möglich. Okay. Okay, wir hätten, aber das war jetzt nicht mit der bloßen Faust, das war jetzt Eiswelle. Und alles andere als schwierig. Aber trotzdem etwas irritierend. Vor allem war ich darauf jetzt auch gar nicht vorbereitet. Nichts zu holen. Aber okay, gut. Amulett des Reißers. Da muss man erstmal dahinter kommen. Also ich habe mir sowas schon irgendwo auch gedacht, ja, dass es man ihn gezielt damit töten soll mit den... Ach du heilige Scheiße. Das ist ein geiles Amulett. Das ist echt nicht schlecht. Ich habe mir sowas in der Art schon gedacht. Ja, es war mir irgendwo auch klar. Aber dennoch. Irritation Level über 5000. Und ich habe gerade eine Idee. Und zwar, ich lege mal alles, was wir haben, ab. Und er lernt dann noch ein bisschen was. Ich glaube, das könnten wir sogar tun. An Stärke oder Geschicklichkeit. Dass wir so billig wie möglich alles hier einigermaßen hochkriegen. Aber nun gut, jetzt erstmal... erstmal die Quest abgeben. Ich weiß nicht, vielleicht sollte man den jetzt auch im Faustkampf erledigen. Ja, aber die Eiswelle hat's mehr oder weniger jetzt für uns geregelt. Naja, okay, wie dem auch sei, ab zu Fark. Erzähl mir nicht sowas. Ich war nur etwas irritiert. Ja, der Charakter war wirklich in der Bewegung eingeschränkt. Das war ziemlich komisch. Ich weiß aber nicht warum. Das ist ja interessant. Ich habe das Ritual des Reißers bestanden. Hast du einen Beweis dafür? Das ist doch kein Geheimnis. Ich habe dieses mehr. Amulett nach dem Kampf gegen den Reißer gefunden. Du hast das Amulett des Reißers das erhalten weiß doch inzwischen und damit jeder. Die Prüfung bestanden. Damit steht deine Aufnahme bei den Jägern nichts mehr im Wege. Hier hast du dein Amulett wieder. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Sehr gut. Nun muss ich nur noch Fark überzeugen. Der hat mir die Prüfung gestellt, die ich nun absolvieren muss. Die haben wir absolviert. Also. Das weiß doch mit Jäger werden. Ich möchte ein Jäger werden. Sehr gut. Die Aufnahme findet traditionell in der Bergkristalle das hier ist statt. Doch kein dort, Geheimnis wo auch die Prüfung mehr. Abgehalten wurde, die ich dir gestellt habe. Wir treffen uns dort um Mitternacht. Der erzählt okay. Gar nichts mehr. Um Mitternacht mit ihnen in der Bergkristallhöhle, in der auch Farks Prüfung stattfand, treffen. Dort wird dann eine Art Aufnahmeritual vollzogen. Mal sehen, warte was, mal sehen, was mich erwartet. Am Ende greift mich alle an.
Okay, nein, vielleicht das nicht, aber... Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wer weiß, wer weiß. Wie gesagt, das war... Ich bin immer noch verwundert über diesen ganzen Zwischenfall. Ja, die ganze Zeit bin ich irritiert über das Kampfverhalten des Gegners, mein eigenes, verstehe die Welt nicht mehr. Ja? Zack. Eiswelle, tot. Nichts mehr. Schluss, aus. Schicht im Schacht. So, jetzt ist es Mitternacht oder ein bisschen danach, aber ein bisschen Verspätung ist ja schick, ne? So ein paar Minütchen deswegen. Ja, was ist eigentlich mit euch Pfeifen? Ich dachte, ihr seid alle bei der... Nicht, oh nein! Das war's. Der neue Jäger hatte einen kleinen Betriebsunfall, ist vom Baumhaus gefallen und ist verstorben. Das heißt, das Ritual wird dann auf nächste Woche verschoben, sobald dann der Borat seine Prüfung bestanden hat. Sehr gut gemacht, mein lieber Held. Gut, war ja auch eigenes Verschulden. Beziehungsweise ich bin ja der Held. Also, ich spiele den Protagonisten so rum. Ich dachte, ihr seid alle dabei beim Ritual. Oder ist da nur der Chef dabei? Das kann natürlich auch sein. Ist aber auch arschdunkel. Die Fackeln machen gar nicht wirklich hell. Seht ihr das? Die sind zwar da, aber... Genau das habe ich auch gesehen. Ich sehe keinen Lichtkegel oder keinen... Ja. Wir können nur abwarten. Kein Radius, von dem das Licht ausgeht. Naja, was soll's, bin ich der Lichttechniker, das ist für ein Endcom wahrscheinlich, hier das Gebiet, deswegen ist mir das Latte. Und ich versuche es mal mit Dunklen zur Höhle zu finden, oder sollten wir hinkriegen, die sind genau da. Übrigens, ich sehe gerade nicht viel mehr als hier. Aber wenigstens ist hier hinten hell. Zumindest ein wenig. Sorry Chef, bin 11 Minuten zu spät. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Wie kommt ihr hierher? Grüß. Gut, wir sind nun vollzählig. Fangen wir an. Sprich mir einfach nach. Ich gelobe, die Natur zu achten und sie zu erhalten. Ich gelobe, die Natur zu achten und sie zu erhalten. Ich verspreche, keinem Lebewesen unnötigen Schaden zuzufügen. Ich verspreche, keinem Lebewesen unnötigen Schaden zuzufügen. Ich schwöre, dem Bund der Jäger loyal zu sein und allen Jägern in Not zu helfen. Ich schwöre, dem Bund der Jäger loyal zu sein und allen Jägern in Not zu helfen. Meinen Glückwunsch, du bist nun einer von uns, ein Jäger. Hier ist deine Rüstung, du hast sie dir verdient. Gehe vorsichtig damit um, sonst wird Nairona wütend. Das war es auch schon. Du kannst noch mit den anderen anwesenden Jägern sprechen, wenn du willst. Ich stehe dir übrigens als Lehrer für das Bogenschießen zur Verfügung. Gut, danke dir, aber ich brauche dich nicht. Nimm mal mit den anderen hier. Du hast es dir verdient, ein Jäger zu sein. Glückwunsch. Ich kann dir sicherlich noch ein paar Tricks mit einhändigen Waffen zeigen. Das bringt mir schon eher was. Kann ich etwas bei dir lernen? Ich kann dir etwas über den Kampf mit Einhandwaffen beibringen. Ja, ich bin Jäger. Egal. Du hast es geschafft. Jetzt gehörst du endlich zu uns. Es wurde aber auch Zeit. Was du lernen möchtest, wie du geschickter werden willst, bin ich genau der richtige Mann. Oh, den hätte man auch fragen können. Mark sagte, ich soll das Ritual des Reisers abhalten. Ja, das musste jeder vor dir auch machen. Damit wird wohl geprüft, dass du zu den Jägern passt und auch ihre Regeln einhalten kannst. Kannst du mir mehr darüber erzählen? Oh Gott, ist das blöd. Es ist niemandem erlaubt, mit Neuen über dieses Ritual ausführlicher zu sprechen, als das, was dir Fark schon erzählt hat. Okay, weil er hätte uns eh nichts sagen dürfen. Wir sind übrigens immer noch gildenlos, also wie gesagt, das ist eine Nebengilde hier. Wegen dir muss ich jetzt den ganzen Tag hier rumlungern. Was willst du? Mann, du hast es echt drauf. Ich frag mich, wann du deinen ersten Toll besiegst. Bis dahin kann ich dir helfen, deine Kraft zu steigern. Okay, sehr gut. Moment mal. Ich will gerade mal hier alles ablegen. Und gucken, ob wir noch ein bisschen billig an Stärke kommen. Generell in der Erleuchtung hätte ich jetzt nicht, aber egal. Jetzt haben wir nur noch 40. Wegen dir muss ich jetzt... Kannst du mir etwas beibringen? Also, der ist jetzt schon so teuer. Ab 40 oder was? Komm wieder, wenn du mehr lernst.
Ich glaube, die hängt zum Korb. Wie haben wir denn überhaupt? Aber wir haben 48, also. So, Geschicklichkeit haben wir sogar nur 38. Wer kann aber Geschicklichkeit? Karen oder? Ich glaube, oder? Hey. Machst du das? Ja. Ich will geschickt. Eine bodenlose Frechheit, warum ist das so teuer? Ihr seid Säue allesamt. Wisst ihr was, ich packe da meine dicke Ausrüstung ein oder aus und dann. Ja, mal den verkaufe ich erstmal den erstbesten Händler, den ich sehe. So mache ich das aus Trotz. Nee, Quatsch, sag ich. Machen wir nicht, das ist ein sehr gutes Amulett. Was ist so, hier gibt's ja noch. Glückwunsch. Mehr hast du nicht zu sagen? Du kannst mir später für die Rüstung danken. Ach ja, genau, die Rüstung. Was ist denn so eine Rüstung? Zeig mal her, den Bums. Eine schäbige Jägerrüstung. Ich finde es schön, dass es eine schäbige ist. Die ist auch gut, die alte Milizrüstung, aber unsere Crawler-Plattenrüstung stellt hier alles in den Schatten. Außer vielleicht Frags Rüstung. Sei gegrüßt. Jetzt stellt sich nur die Frage, am besten jemand, die Entwickler, können wir hier jetzt eigentlich noch Jagdmeister werden? Oder bleibt es bei einem schäbigen Jäger mit schäbiger Rüstung? Beziehungsweise, kann mir denn hier... Kann ich etwa... Ich... keiner was beibringen zum Thema Tiere ausweiden oder so? Mhm. Hier, geht doch. Also, her mit. Alles. Das sollte sich dir noch lohnen. Ja. Sollte sich lohnen. Übrigens, wenn die sich einen Wolf halten kann, dann würde ich auch gerne einen haben. Sehr gut, weiter. Alles, ich will alles wissen. Sehr gut, sehr gut. Wie viel haben wir jetzt noch? 30? 32? Ja, das passt eigentlich. Jetzt ist die Frage. Du bist auf Einhand, oder? Trainiere. Ich meine, das kostet jetzt zwar ein bisschen mehr. Aber es lohnt sich. Du bist. Weil, ne, jetzt haben wir schon mal 50% kritische Treffer. Das kann man auf jeden Fall mal lassen. Gut, da sind wir jetzt zwar noch gildenlos, aber inoffiziell bei den Jägern dabei. Die stehen jetzt hier um diese Feuerschale und grinsen hier wahrscheinlich die restliche Nacht an. Ich rede nochmal, ich weiß ja, das sind ja nicht alle, also mega lang, das heißt, wir reden noch mit den restlichen, die oben noch rumlungern und rumsitzen im Jägerlager. Reden mit denen in der nächsten Folge, ansonsten würde ich sagen, wir können wieder aufbrechen. Und wieder in die Stadt gehen. Sind jetzt um einiges stärker geworden.
man natürlich pisst auch. Ich hoffe, bei Nacht überhaupt das Jägerlager, aber dann sieht man die Fackeln aus der Entfernung. Aber gerade noch so, ich glaube jetzt gerade noch hoch und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Wo ist denn die Leiter? Da ist er doch. Wir haben ja gar nichts gebacken hier. War auf jeden Fall ein schöner Exkurs hier bei den Jägern. Hat auch einiges an Zeit in Anspruch genommen. Deswegen finde ich eigentlich ganz cool, dass man jetzt ein bisschen abgelenkt wird. So vom restlichen Alltag. War eng kommt nicht unten. Naja, ist auch egal. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.